Oh, meine Lieben, in Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Von diesen 83 Millionen Menschen haben ca. 1 Million Menschen eine schwarze Hautfarbe, so wie ich. Wenn man sich aber die Werbung anschaut, könnte man meinen, es wäre genau andersherum. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Deswegen, meine lieben schwarzen Brüder und Schwestern, vergesst nicht, uns zu folgen auf Telegram und auf Getter. Ganz, ganz wichtig. Adressen findet ihr hier drunter. Am besten, ihr macht das sofort, dann vergesst ihr es auch nicht. Unsere Freunde von PI News haben mal so ein paar Werbungen zusammengestellt. Da hätten wir die Oral-B-Zahnbürste, den E-Daimler, Gucci, Swatch, Camellia, was immer das sein soll. Ich glaube, eine Damenbinde, Dr. Oetker, Deutsche Bahn, engen Flieger, natürlich Business Class, H&M, C&A, L'Oreal, der neue Braun oder der neue Gillette-Rasierer, weißer Schaum auf schwarzer Haut. Man könnte, wie gesagt, fast den Eindruck gewinnen, wir wären ein afrikanischer Staat. Bei unseren Nachbarn in Österreich und in der Schweiz das gleiche Spiel. Weltwoche-Autor Max Kern schrieb, die Sittenwächter der Vogue-Schweiz wittern überall Rassismus. Bei Werbung, die nur Schwarze zeigt, bleiben sie auffallend still. Man stellte sich vor, in Nigeria zeigt ein Versandhaus in seinem Modeprospekt nur weiße Menschen. Seltsam. In der Schweiz ist der umgekehrte Fall zur Realität geworden. Im Januarkatalog des Versandhauses Bonprix wird die Männermode auf den ersten 8 Seiten ausschließlich von dunkelhäutigen Models präsentiert. In der Märzausgabe das gleiche Bild. 8 Seiten Männermode, vorgeführt nur von dunkelhäutigen Models. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Kunden gut ankommt, meine Lieben. Und das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Nur die Leute wollen sich einfach nicht verarschen lassen. Und mein guter Kumpel Akif Perinci, der Bestsellerautor, hat mir zum Beispiel neulich erzählt, er war irgendwo im Netz. Ich habe die Marke jetzt vergessen. Ich würde sie nennen, aber ich habe sie, wie gesagt, vergessen. Und da konnte man dann auch irgendwelche Hemden einem Model zuordnen, um mal zu schauen, wie sitzt das. Und die Models waren auch hier ausschließlich Schwarze. Und darauf hat er gesagt, nö. Das kann ich da nicht beurteilen. Ich bin ja kein Schwarzer, ich bin ja ein Weißer. Da kaufe ich dann doch woanders. Und auch hier, wir kennen das Spiel, wer etwas dagegen sagt, ist ein Nazi. Selbst ein Grüner wie Boris Palmer, der im letzten Jahr auf eine seltsame Werbung der Deutschen Bundesbahn reagierte, wo wirklich kein... Ach, naja, ihr wisst schon. Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Person ausgewählt hat. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Die Mehrheitsgesellschaft kommt praktisch nicht vor. Bei den Menschen, die ohnehin fürchten, dass sie übergangen werden, löst die Kampagne Abwehrreflexe aus. Ja, völlig richtig, mein lieber Boris Palmer. Und wenn man die Werbetreibenden damit konfrontiert, dann werden sie auch noch frech, wie in diesem Fall Christine Eppler, Diversity-Beauftragte der Deutschen Bahn. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat auch tatsächlich geantwortet, der Konzern sieht sich als Spiegel der Gesellschaft. Ja, meine liebe Christine Eppler, das stimmt nicht. Ihr seht euch als Spiegel der Gesellschaft des Jahres 2080. Wir leben aber noch im Jahre 2022. Das vergesst ihr dabei. Und manchmal treibt diese Sache auch ganz seltsame Blüten, wenn ihr euch das mal anschauen wollt hier. Meine Lieben. Aber wie gesagt, ich denke, der Markt wird regeln. Wir haben ja ein schönes Beispiel, nämlich mit Netflix. Netflix, ein Streamingdienst, die meisten von euch werden ihn kennen, war
jahrelang der erfolgreichste Streamingdienst. Die Aktie ist durch die Decke geflogen. Und dann wurden sie woker und woker, wie man heutzutage sagt. Das exemplarischste Beispiel ist eine Serie über, ich glaube, einen japanischen Mann angeblich, also mit Bart und so, der schwanger wird. Und zwar nicht so als Komödie wie damals mit Schwarzenegger in Deutschland mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, nee, so richtig als Drama, so richtig ernst. Ergebnis, die Leute laufen in Scharen weg von Netflix. Aktie brach ein. Und plötzlich sagt der Netflix-Chef, wir machen in Zukunft doch lieber wieder mehr Sachen, für die sich die Masse interessiert. Ende. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wie gesagt, wird der Markt regeln. Hau dir rein, macht weiter und bis später.